Xavier, Oh. wenn er Ja. irgendwo noch da ist. Bin noch da. Hallo? 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 Wo bist du? Ach, wo ich bin? Ich bin hier unten bei der Schmelze. Achso. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft City 2 mit... Xavier, hi. Hi. Und dem Sefitech Aegis Modpack natürlich. Oder? Ja. So. Cool. Im Hintergrund haben wir schon ein bisschen angefangen, das Haus mal anzufangen. Zu bauen. Wir werden jetzt noch ein bisschen was dran verändern, was die Struktur angeht. Soll nämlich noch ein bisschen größer werden. Ich möchte Ihnen gern. Soll ich mich ums Holz kümmern? Mach mal. Hier soll es nämlich noch ein bisschen rausgehen. Ah ja, genau. Au. Das ist einfach. Hallo, warum geht das nicht? Nicht alles so glatt aussieht an der Fassade. Ups. Natürlich Ecken haben und Kanten. Genau. Und unsere Tinkers-Werkzeuge haben wir natürlich auch noch ein bisschen gepimpt. Ich hab überhaupt erstmal welche gemacht. Ich hatte noch gar keine. Stimmt, hat ja nur ich in der letzten Folge mir Hammer und Co. gemacht. Bam, bam, bam. Ich meine, im Keller müssen wir mal gucken, ob wir da auch noch eins rausgehen. Oder ob wir das. Ne, im Keller bleiben wir so. Stimmt ja. Ich glaube, da bleiben wir so, ja. Wird ja jetzt nochmal ein bisschen Umbau hier, aber so viel haben wir ja sowieso noch nicht gemacht. Grundlegende Struktur. Ja, genau. Verdammte Axt. 1, 2, 3. Hier muss der jetzt eigentlich hin. Oder? Hier. Ha. Oder? Irgendwie habe ich mich, glaube ich, jetzt verplant. Wenn es nur das ist. Ich bin mir noch nicht sicher. Aber wir müssen auf jeden Fall ziemlich viele Stämme hier wieder weg. Sieht's doof aus. Das wolle man ja nicht. Mit doof bauen kann jeder. Habe ich hier schon? Ah ja. Ein Support hatte ich hier schon angebaut. Port. Du kannst dir ja mal überlegen, ob wir Andesit jetzt oder Diorit nehmen für den Boden. Oh, ja, ja, genau darauf wollte ich hinaus, dass du meine Entscheidung triffst. Ich eine Entscheidung treffen. Boah. Ups. Verlangst du mir da ab? Ja, sonst muss ich immer sagen, ja, so, so. Ich gucke mal. Diorit macht's halt ein bisschen heller, finde ich. Ich geh mal gucken tun. So. Ich gerade extra vor der Aufnahme das Handy lautlos gemacht. Beziehungsweise auf Vibration und dann fängt es natürlich an zu vibrieren. Aua. Immer hier runterspringen ist nicht gut.
Echt für die Gelenke. Ja, ich schaff's irgendwie nie, den Block unter mir gleich zu platzieren. Deshalb falle ich halt immer ein bisschen hart. Oh. Ja, wir haben gar nicht so viel Diorit Andesit. Wir haben Ja, aber hauptsächlich Limestone. gibt es damit was Schönes? Wenn nicht, eine Dioritader hätten wir in der Nähe. Das wäre jetzt, Mal glaube ich, gucken. jetzt nicht so ein großes Problem. So, und jetzt ist eben das Problem mit dem Hausvorsprung. Nee, ist es gar nicht. Da lasse ich das einfach so. Das, aua, ist eine Idee. Dann machen wir einfach so. Dann haben wir das Problem schon gelöst. Menno. Plops. Achso, warte, den hier sollten wir dann vielleicht. Den machen wir so. Ah, ich vermisse diesen Multipurpose-Chisel. Diesen Super-Chisel, wo man auch die Anzeige hat, wie das aussieht. Ah. Mal raten, das ist auch nicht schön. Kannst nicht alles haben. Noch nicht. Ja. Ah ja, doch geht. Machen wir hier gerade noch das weg, was nicht da sein darf. Sieht jetzt dann ein bisschen komisch aus, weil eben der Holzframe eigentlich fehlt, aber der kommt ja dann wieder hin. Sobald wir uns entschieden haben, was für Boden wir machen. Oh, Limestone sieht auch nicht schlecht aus. Also die Texturen sind für alle von den vier identisch, würde ich mal behaupten. Es ist halt nur eine andere Farbe. Ob jetzt Limestone, Granit, Andesit, Diorit, ist Guck nicht. mal, ich komm mal rüber und lohn's mal. Ja. Was haben wir denn? Trottenbricks, Panel. Ich komme da nicht durch. Gucken wir mal hier mit dem Swag, ne, Zack. Also die rechts hinten finde ich eigentlich besser, die Panels. Finde ich, sehen gut aus. Was hier schon gebaut? Ne. Gar nicht, mein Minecraft-Sound hört sich einfach so laut an. Du musst ihn leiser machen. Ja, vor allem die Musik. 10% reicht, glaube ich. Na, ich weiß nicht. Ich wäre für die Panels. Panels, hier die. Ecke. Dann eigentlich meine. Aber ich lasse dir Mich am künstlerische unbeliebtesten. Freiheit. Jetzt habe ich dich schon zu einer Entscheidung gedrängt, dann musst du die auch durchziehen. Wie, kein Platz mehr im Inventar. Aua. Hier unten kommt ein Keller rein. Da werden wir so kleinere Maschinen oder Lagerraum wahrscheinlich machen, oder? Ja, also Lagerraum würde ich auf jeden Fall mal behaupten. Und oben kriegt eben jeder seinen Bereich. Also Media, Mephisto und ich. Was habe ich denn da für einen Blödsinn gebaut?
Wenn ich das mal wüsste. Ich würde es auch gerne wissen. Ich denke, dass die hier die Teils beißen sich mit den Teils von der Wand. Brauchen wir Ja, nicht das zu ist ein nehmen. bisschen zu krass. So war mal, glaube ich, mein Gedanke. Was Französisch. Französisch. Zu Ehren Französisch. der French Tube. Weltmeisterschaft. Das ist Andesit? Ja. Ist vielleicht im Keller. Das ist ein Keller, okay. Ja, total, das wird sogar noch. Bin mal gespannt, wie weit wir heute kommen. Wir haben zwar jetzt relativ gute Werkzeuge, aber ich glaube, das heißt nichts. Fertig wäre man jetzt in der Folge wahrscheinlich eher nicht. Ich habe noch gar keine Vorstellung vom Dach. Oje. Ich meine, ich Das hatte ja mal überlasse ich mal gesagt, komplett dir. vielleicht Clay Bricks. Ja. Also was eher modernes, so halb modern, also Genau, ein so Mittelalter modern. bisschen Fortschritt. Ja. Keine Holzdächer mehr. Nee. So was Patriziermäßiges. Wir haben die gebaut, spitz. Oder meinst du jetzt? Ordentliche Dächer mit Ziegeln oder mit Schieferplatten, was auch immer. Halt keine Erddächer mehr oder irgendwelche Holzgedöns. Muss immer wieder gucken, dass ich Platz im Inventar mache. Granit. Eine Auch nehmen. Farbe her in Rot, also rötlich. So, da hinten muss ich noch. Ja, das könnte man auch nehmen. Bin da nicht so von abgeneigt. Meinst du, das passt mit dem Marble? Geh doch einfach mal gleich her. Warte mal. Was hat man gesagt, was wir hier für die Fenster nehmen? Diesen hier, gell? Trotten Bricks. Kannst du hier mal drunter setzen. Lass dich nicht abschrecken von den Blöcken, was außen frei ist. Du darfst ganz an die Wand ranbauen. Das, was da unten noch frei ist, da wird noch zugebaut. Aber nicht der Keller. Oder wolltest du jetzt einen Vergleich haben? Das ist aber nicht der Keller. Nee, mir geht es ja immer noch hier um den normalen Bodenbelag für. Ah, so. Soweit weggebaut. Nein. Aha. Kannst du mal Diorit noch hinhauen? Ah, vielleicht ist es dann schon zu viel weiß. Ein Deutsch. Mache ich? Zu schnell bauen, zu schnell klicken. Direkt abgewöhnen. Ja, den finde ich halt auch cool. Mit der Struktur außen dran.
Aber hier dürfen wir dann auch mal Glasfenster einbauen, oder? Ja, sicher, sicher. Jetzt sind wir endlich so weit in der Tech. Aber theoretisch würde ich sagen, machen wir hier oben nicht, das ist einfach zu hell. Okay. Passt nicht auf das Marble. Also den Andesit würde ich auf jeden Fall gern unten im Keller haben. Ja, ich habe unten schon welche ausgelegt. Klar, Boden kommt noch ein bisschen runter. Weil es hier auch die Frage ist, ob das mit dem Grau an der Wand Grau vielleicht dann nicht auch sich ein bisschen beißt, wo oben halt weiß und weiß Nee, beißt. ich finde es. Ob man dann hier unten nicht eher den Granit nehmen, rot, und dann haben wir halt hier die graue Kobbelsteinwand. Dann Warte würden mal. wir oben vielleicht Ups. den Limestone nehmen. Finde ich jetzt nicht so schlecht, eigentlich. Wenn du dir vorstellst, Bodengrau, Wandgrau, alles grau. Na, Decke nicht. Decke wäre Limestone. Oder wollen wir die Decke zwei dick machen? Also, da müssen wir ja nochmal eins tiefer gehen, aber so. Ne, könnten wir Decke anders gestalten und da auch Lichter reinsetzen. Ja. Ja, wobei, das werden wir jetzt wahrscheinlich von der Tech ja noch gar nicht können. Ja, an ausschaltbare Lichter noch nicht, das gibt es im nächsten Zeitalter. Redstone haben wir noch keinen. Glowstone? Auch erst nächstes Zeitalter. Na, dann hat sich das sowieso schon erledigt. Ich habe keine Schüssel mehr. Dann mache ich mal hier ein bisschen. Oh, ich sollte mal essen. Mach ein bisschen das Zeug hier weg. Und. Also, dass es hier alles gleichmäßig außenrum aussieht. Und dann bis gleich. Zurück bei Minecraft City 2 mit Mavia. So, wir haben jetzt einiges gemacht. Wir haben das Häuschen schon ein bisschen weiter gebaut. Zeigen wir euch gleich. Ich mache hier gerade oder habe hier gerade noch ein paar Glaspanes gemacht, damit wir auch mal ordentliche Fenster hinkriegen. Oder gibt es da sogar was? Das wäre jetzt doof. Glück gehabt. Wo bist du denn gerade? Haus. Beim Haus. Ach stimmt, du hast ja einen Boden ausgesucht, gell? Und ich habe hier mal außen mit Akazienholz noch so Stützpfeiler rangebaut, weil ich fand, das sah ein bisschen zu klobig aus. Zu eckig. Also die wird man auch noch voll hochziehen. Vor allem die Seite hier, das sieht so, ich weiß nicht, sieht einfach hässlich aus. Hässlich. Hässlich. Gab es da nicht auch ein Lied von Erstein? Du was sagst? Oh, nee, wa hallo, was machst du hier? Willst du mich jetzt veräppeln? Das, was du wolltest. Hast du ein Believer, Bildeswand? Slabs auf halber Höhe. Hast du ein Bildeswand? Das ist ein Bilderspawn, ja. So ein Cheater aber auch. Denkst du, was ich die ganze Zeit gemacht habe, statt Boden einzubauen? Ich dachte, du arbeitest wirklich was. Aber nee. Ja, irgendwo muss ich doch den Bilderspawn her. Mir ja, das ist Holz ausgegangen, das muss ich wieder neu sägen. Aber das geht ja flott. Also ich bin froh, dass wir jetzt das Säge haben. Gerade noch was beim Bison reingelegt, der ist auch immer noch dabei, da kann ich schon ein bisschen mehr Holz abgreifen. Und ich habe schon alle Glaspanels verbaut. So schnell ging das. So, das wird der kleine Eingangsbereich hier. Und eigentlich hätte ich jetzt gesagt, wir machen hier mal so einen kleinen Cut von Wieder. dem Boden. Nein, nur vom Boden. Also. Weil Gleich kommst du. hier sollen Mauern hin. Was?
Ja, wir wollen doch hier verschiedene oder unsere eigenen Räumlichkeiten gestalten können. Und dass der Boden, aua, hart ist, das haben wir jetzt gerade gemerkt. So. Dass der Boden eben auch gut aussieht. Scheiße, wir müssen hoch. Wegen der Struktur sollte ich hier halt dann nacharbeiten. Ich habe kein Holz mehr. Kenne ich das Gefühl. Ich habe, glaube ich, wirklich kein Holz mehr. Ich habe extra Dark Oak Wood vorher noch angebaut. Ja, es reicht schon wieder So, nicht. das kommt dann aber oben hin. Warte mal hier. Die hier kannst du auch nochmal wegmachen. Das kommt oben nämlich gleiche Struktur nochmal rein. Dann reicht es dir vielleicht doch. Oder? Hier kommt auch nochmal weg. Bisschen bräuchte ich noch. Da unten lag noch was. Das reicht, was ich noch habe. Ich habe noch 13. Ja, dann. Da. Ah, Da. hier oben fehlt noch. Auch noch. Hast du noch? Aber das kann ich holen. Das ist Sechs ja Stück fehlen zwei, noch. vier, sechs Stück. Das passt. Und hier kommt eben nochmal Dark Oak Wood rein. Ich kann mal gucken. Achso, ich wollte hier die Zäune wollte ich noch setzen. Unbedingt. Deshalb wollte ich hier oben den Boden haben, dass ich mich hier rauslehnen kann. Hier Dachdecker hier zum Fenster rauslehnen, um Zeug anzubringen. Habe ich die Tage noch ein schönes Video gesehen. Da hat sich jemand über die Dachkante abgeseilt, um da irgendwas zu malen oder was auch immer. Und das Seil war nur an einem Eimer befestigt, mit Zement, mit Klotzzement, auf dem Dach. Da Okay. über die Reling ging dann das Seil nach unten, da hat er sich dann dran gehängt. Und wie Da lange hat muss es man auch gehalten? erstmal die Eier für haben. Achso, das hat gereicht, oder wie? Ja, es hat gereicht. Tja. So, ich gehe mal kurz gucken. Hast du eigentlich noch Holz? Ne, auch nicht mehr, ne? Habe jetzt gerade so viel mitgebracht, dass ich hier das geforderte Loch noch zumachen kann. Okay. Aber mehr Olivenholz müsste ich holen gehen. Ich gehe mal gucken, ob wir noch Dark Oak Wood haben. Glaube nicht. Dann muss ich noch mal kurz hier den Baum fahren. So, ja, wir können mal das Haus von außen ein bisschen angucken. Einfach zum Plan. Hier vorne wird ein kleiner Giebel draufkommen. Also so ein Dach. Und das Hauptdach weiß ich noch nicht genau, ob wir das gerade durchziehen oder nicht. Also so richtig einwinklig, 45 Grad. Vielleicht. Und geplant ist in entweder Brickstairs, wobei ich gesehen habe, wie sind die anderen? Terracotta, Ah ja, genau. Red Shingle. Ja.
Warte mal. Dann suchen wir vielleicht Red Stairs. Hier. Red Terracotta Jingle Stairs. Von Quark. Also die wären cool. Die haben auch so ein bisschen Design, finde ich, wie Ziegel. Oder? Mal gucken. Ich habe es noch nicht gemacht. Ich sehe sie nur im NEI. Ja, das könnten wir mal kurz machen. Kommen wir. Wir gehen mal kurz gucken, wie die aussehen. Ist da noch irgendwo Blöcke? Fertig, ja? Ja, ich habe keine mehr. Meister nehme ich jetzt gerade mal ein paar Clay. Ja, aber können wir trotzdem reinwerfen. Ich habe vielleicht hier noch welche. Jupp, 28. Meist in den Ofen. Ja. Ich komme. In welchen Ofen? In den normalen, gell? Phönix. Den benutzen wir auch kaum. Also muss ich echt mal sagen, früher war das anders. Wen? Den Ofen. Ach so. Aber wir brauchen noch rote Farbe, oder? Ja. Yep. Red Dye Powder. Ah, hier haben wir auch noch Clay. Sehr schön, dachte ich mir. Haben wir hier noch rote Blümchen hier. Und dann muss das in die Mühle. Ich ging in die Mühle. Poppy auch nicht, ne? Was ist denn nicht? Rote Farbe haben wir noch hier oben im Haus. Farbschrank. Hätte mir das mal vorher sagen können? Ja, ich dachte, hätte ich geguckt. Ich habe uns extra mal einen Farbenschrank angelegt, wo sämtliche Farben drin sind, die wir brauchen. Oder auch nicht. Okay, dann komme ich gleich mit dem Terracotta mal hoch. 8 Stück, zack. Jupp. So. Ja. Oh, 33. 8 Terracotta. Und dann hätte ich eigentlich dann nochmal ein Crafting Table. Ja. Achso, nee, warte. Dann müssen wir erst die nochmal anders craften. So. Und dann können wir die zu Stairs machen. Ein bisschen umständlich. Aber ich finde, die sehen dann ganz, ganz schick aus. Oder? Ja, kann man haben. Wirklich wie Ziegel. Ja. So, damit werden wir eben das Dach von diesem Haus machen. Nein, von dem Haus dahinter. Stehen ja ein paar Häuser inzwischen. Von unserem neuen Haupthaus werden wir das Dach eben so machen. Ja. Aber nicht mehr in dieser Folge, weil diese Folge ist zu Ende. Och nö. Doch, wir sind schon bei 32 Minuten. Boah. Und das Ganze ohne McFisto. Ah. So, ich möchte mich bei euch fürs Zuschauen bedanken. Da schwimmt irgendwas im Wasser. Kleidung. Und Zeug. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bei... Maybe. Ah. Wenn er irgendwo noch da ist. Bin noch da. Hallo? 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 Wo bist du? Ach, wo ich bin? Ich bin hier unten bei der Schmelze. Achso. Ja. Vielen Dank für deine Unterstützung. Und da ist er vorbeigejumpt. Jump, jump, die neue deutsche Welle. Jump, jump. Jump, jump, jump. Ja, und bis zum nächsten Mal. Hui. Bye. Ciao.